Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MyRegio TV. Lokales und regionales kurz und kompakt. Wir sind in dieser Sendung noch einmal weihnachtlich unterwegs mit diesen Themen. Wir haben die zweite Charge Weihnachtsmärkte in unserem Weihnachtsmarkt-Check getestet, möchten Ihnen etwas von großem Fernsehen präsentieren, berichten von der dritten Weihnachtsparade in Hückelhoven und möchten dann das Jahr mit Ihnen gemeinsam ausklingen lassen. Unser Weihnachtsmarkt-Check geht in die zweite Runde. Heute stehen der mittelalterliche Markt in Erkelenz und die Weihnachtsmärkte in Löwenich, Beek, Wassenberg und Hückelhoven auf dem Prüfstand. Bei allen Märkten wird Dani auch diesmal das Angebot, das Ambiente und natürlich den Glühwein testen und bewerten. Der Weihnachtsmarkt-Check im Kreis Heinsberg wird Ihnen präsentiert von NEW West. Wir kümmern uns. Der erste Test findet beim mittelalterlichen Markt in Erkelenz statt. Veranstaltet wird der Markt von den Freunden der Burg und der Stadt Erkelenz. Mit Gauklern, Händlern und Lagern wird die Burg Erkelenz ins Mittelalter zurückversetzt. Den Verteidiger grün und seinen König angreift. Dazu gehören neben strategischen Spielen auch echte Waffen, wie Bogenschütze Helge Strack berichtet. Ich baue hier auf den Mittelaltermärkten die Bögen auf, die Pfeilspitzen auf und bin als aktiver Sportbogenschütze irgendwann vor einigen Jahren zum Mittelalter gekommen. Ich möchte hier den Besuchern mal zeigen, wie früher die Spitzen gemacht wurden, wofür die gedacht waren, wie die verwendet wurden, wie die Bögen aussahen und wie auch die verwendet wurden und welche Durchschlagskraft die ganzen Waffen hatten. Wir sind für unseren ersten Test weniger an den Waffen als an Ambiente und Angebot interessiert. Seid gegrüßt hier in Erkelenz zum mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Ist mal wieder was ganz Besonderes, ganz anders zu den herkömmlichen Weihnachtsmärkten, aber wirklich sehr schön, liebevoll gestaltet. Ganz viele Leute hier geben sich Mühe, haben sich gewandelt und wollen den Leuten was ganz Besonderes zeigen. Dafür gibt es von mir 4,5 Punkte. Das Angebot ist natürlich ein kleines bisschen beschränkt. Wir haben keine Klassiker. Wir haben ja hier die Ausnahme, dass es was Besonderes ist, dass es mittelalterlich ist. So fehlen einem, der auf den Weihnachtsmarkt gehen will, vielleicht die ein oder anderen Klassiker. Dennoch gibt es ja auch ganz besondere Dinge, die es sonst nicht gäbe, wie zum Beispiel eine geräucherte Forelle oder einen Apfelbäcker. Dafür gibt es von mir 3,5 Punkte. Die Pizza wurde offenbar gar nicht von den Italienern, sondern von den Rittern aus dem Mittelalter erfunden. Das festliche Treiben auf der Burg ist eine willkommene Alternative zu klassischen Weihnachtsmärkten. Dirk Ohler, hier in der Rolle des Grafen, erklärt die Entstehung des Marktes. Das ist der erste Mittelaltermarkt in Erkelenz. Wir sind Mitte des Jahres von den Freunden der Burg darauf angesprochen worden, ob wir diesen Markt mit organisieren wollen. Und dies haben wir dann auch getan. Durch unser langjähriges Hobby haben wir dann einige Händler und auch Lager dann akquirieren können für diesen Markt. In diesem mittelalterlichen Ambiente müsste ich eigentlich warm Mehl trinken. Um unsere Testung aber einigermaßen gleich zu halten, habe ich auch hier einen Glühwein bekommen. Der schmeckt wirklich gut und hat einen hervorragenden Preis von nur einem Euro. Deswegen bekommt er natürlich 5 Punkte. Na dann, Prost und frohe Weihnachten. Unseren nächsten Markt finden wir in Erkelenz-Löwenich. Vor Wind und Wetter geschützt findet der Markt hier im Rheinischen Feuerwehrmuseum statt. Die Stände sind zwischen den historischen Feuerwehrfahrzeugen positioniert. Da heißt es für unsere Checkerin, auf jeden Fall Helm aufziehen. Der Weihnachtsmarkt hier in Löwenich repräsentiert die ganzen kleinen Märkte im Kreis, die nicht die große Werbetrommel rühren. Umso überraschter bin ich über das, was ich hier vorfinde. Neben den selbstgemachten Marmeladen und Likören finde ich hier zum Beispiel Drechselarbeiten oder einen großen Deko-Bereich, in dem viele Leute schöne Dinge gebastelt haben, die sie hier verkaufen. Dafür gibt es von mir 4 Punkte. Das Ambiente ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Dadurch, dass wir hier in einem Museum sind und die ganzen Feuerwehrwagen haben, fragt man sich zunächst, was hat das mit Weihnachten zu tun? Aber wenn man genau hinguckt und sich auf dieses Ambiente einlässt, dann wird es doch richtig weihnachtlich und schön. Dafür gibt es von mir auch
4 Punkte. Einmal Feuerwehrmann sein, das ist der Traum vieler kleiner Jungen. Kein Problem in Löwenich. Die Uniform gibt es inklusive Feuerwehrhelm in der Größe XXS. Und damit macht das Spielen dann so richtig Spaß. Die Vorteile des Indoor-Marktes erklärt Rainer Merkens. Zum 8. Mal findet dieser Weihnachtsmarkt hier im Löwenicher Feuerwehrmuseum statt. Insgesamt haben wir heute 23 Händler, die alle hier aus der Region kommen, die kunsthandwerklich einiges gebastelt haben, hergestellt haben und die ihre Produkte dann hier heute einem größeren Publikum anbieten wollen. Wir leben von dem Ambiente hier, dass es gleichzeitig innerhalb von Fahrzeughallen des Feuerwehrmuseums stattfindet. Deshalb sind wir auch von der Witterung, was die Hallen betrifft, relativ unabhängig. Das Angebot in Löwenich bietet Holzfiguren, Krippen, Weihnachtspyramiden und Baumschmuck. Handgeschöpftes Papier, Bilder, Aquarelle, Schmuck, Textildesign und Kosmetik. Dazu Bastelarbeiten, Keramik, Laubsägearbeiten und Weihnachtskarten. Wir kommen zum Glühwein. Nach einem kleinen Bummel schmeckt mir jetzt der Glühwein für 1,40 Euro. Und dafür gibt es von uns 4,5 Punkte. Und gleich sehen wir uns auf dem Weihnachtsmarkt im Weg. Gleich geht's weiter mit dem Weihnachtsmarktcheck im Kreis Heinsberg, präsentiert von NEW West, für Sie vor Ort. Der Weihnachtsmarkt in Wegbergbeek findet auf dem historischen Kirchplatz statt. Holzschnitzereien und Krippen gehören zum Angebot. Herbert Pferfers vom Dorfausschuss, dem Veranstalter des Marktes, weiß, wie man die Besucher für sich gewinnt. Ja, in diesem Jahr gibt es einen Weg, den 26. Weihnachtsmarkt. Er ist wieder gut bestückt wie in allen Jahren. Und wir hoffen, dass unsere Besucher natürlich wieder zufrieden sind. Alle Ortsvereine packen wir in einem Paket, alle Ortsvereine machen gerne mit. Und aufbereitet doch die Sache dann noch mit Auswärtigenvereinen, mit Krippen, mit Honig und mit Glühweinstand natürlich, sodass wir wie in jedem Jahr alle Besucher natürlich wieder befriedigt nach Hause schicken können und sie dann nächstes Jahr wieder nach Weg gerne kommen. Neben den vielen Geschenkideen gibt es auch ein Rahmenprogramm und einige Aktionen für die Kinder. Das Dosenwerfen ist ein echter Treffer. Für uns vergibt Dani die ersten Punkte. Der Markt hier ist kompakt, aber oho, die Häuser außenrum geben dem Ganzen eine schützende, gemütliche Kuschelatmosphäre. Dafür gibt es von mir 4 Punkte. Natürlich ist dieser Weihnachtsmarkt ein bisschen kleiner und demnach ist das Angebot auch ein bisschen kleiner. Es gibt aber auch sehr schöne Sachen, wie hinter mir zum Beispiel die selbstgemachte Marmelade. Soweit bin ich ganz zufrieden damit und gebe dem Ganzen 3,5 Punkte. Während des Weihnachtsmarktes in Beek hat auch die Bücherei geöffnet. Kinder können in der Weihnachtsbäckerei mal so richtig mit Teig arbeiten und die ersten eigenen Plätzchen backen. Zum musikalischen Programm gehört auch Sonja Urban mit ihren Musikschülerinnen. Was fehlt, ist natürlich noch unser Glühweincheck. Den Glühwein gibt es hier für besucherfreundliche 1,50 Euro. Das finde ich schon mal sehr gut. Geschmacklich haben mich allerdings heute andere Weihnachtsmärkte ein bisschen mehr überzeugt. Dafür gibt es hier lecker Kekse zum Glühwein. In der Gesamtwertung gibt es also von mir 4 Punkte. Und jetzt geht es für uns zum Weihnachtsmarkt nach Wassenberg. Der Weihnachtsmarkt in Wassenberg fällt nicht ins Wasser, hat aber ein neues Konzept. Auf dem Gondelweiher kommt der Nikolaus mit dem Boot, um die Geschenke an die Kinder zu verteilen. Zum ersten Mal gibt es hier einen räumlich getrennten, gemütlichen Weihnachtsmarkt mit ausgesuchten Sortimenten im Stadtgarten und einen Weihnachtsbazar auf den Straßen der Innenstadt. Jutta Grab-Elig vom Gewerbeverein Wassenberg zeigt sich glücklich mit dem neuen Konzept. Ja, wir vom Gewerbeverein sind im Moment sehr zufrieden mit dem neuen Weihnachtsmarkt. Die neuen Zelte kommen sehr gut an bei den Weihnachtsmarktbesuchern. Und wir freuen uns, dass das neue Konzept auch in Wassenberg gut angekommen ist. Die Leute gehen wieder gerne über den Weihnachtsmarkt und freuen sich hoffentlich auf das nächste Jahr. Eine willkommene Abwechslung für die jungen Besucher ist die Eisbahn am Fuße der Burg. Hier kann man sich mal richtig austoben. Alternativ kann man aber auch eine Runde mit dem Karussell drehen. Diesmal starten wir mit dem Glühwein.
Der Glühwein wärmt, schmeckt und bei 2 Euro den Bechern gibt es solide 4 Punkte. Einheitliche weiße Zelte bieten ein gelungenes Bild. Überzeugend sind auch die Angebote, die typisch für einen Weihnachtsmarkt sind. Kerzen, Gestecke, Liköre, Waffeln. Dazu Handwerkliches und Dekoratives. Wir vergeben die Punkte für Ambiente und Angebot auf dem Wassenberger Markt. Sie konnten ja auch schon ein paar Eindrücke sammeln. Ich stehe hier in einem Meer aus Lichtern und mein romantisch verklärter Weihnachtssinn gibt dafür 4 Punkte. Das Angebot ist reichhaltig, auch dafür vergebe ich 4 Punkte. Leider folgt jetzt der letzte Teil unserer Weihnachtsmarktromantik in Hückelhofen. Bis gleich! Der Weihnachtsmarkt in Hückelhofen wurde in diesem Jahr erstmals seit 10 Jahren auf 3 Tage ausgeweitet. Im Zentrum steht der sogenannte Bürgerweihnachtsbaum, der diesmal vom Kindergarten Millig festlich geschmückt wurde. Zu den weiteren Besonderheiten des Marktes Romulus Thiemer vom Stadtmarketing. Das Besondere bei uns am Hückelhofener Weihnachtsmarkt sind zum einen die einheitlichen Holzbuden mit den Kunsthandwerkern. Wir haben für die Kinder ein tolles, nostalgisches Kinderkarussell aus den 60er Jahren, haben an beiden Tagen auch ein interessantes Bühnenprogramm mit Musikvereinen und der Nikolaus und sein süßes, süßes Engelchen, die sind natürlich auch bei uns dabei. Ein mittlerweile fast traditioneller Artikel ist die Weihnachtstasse, die es jedes Jahr in einem neuen Design gibt und die somit ein echtes Sammlerstück darstellt. Zeit für Dani, die ersten Punkte zu vergeben. Das Ambiente hier ist wirklich sehr schön. Die Holzbuden vermitteln den Eindruck einer Weihnachtsstadt. Dafür gibt es von mir 4,5 Punkte. Auch das Angebot ist vielfältig und animiert zum Kaufen. Dafür gibt es von mir 4 Punkte. Im Mittelpunkt des Marktes steht das Kunsthandwerk. Die meisten der Anbieter stammen sogar aus Hückelhofen oder aus dem Kreisgebiet. Unter anderem gibt es weihnachtliche Gestecke, Holzspielzeug, Plüschtiere und Krippen zu bestaunen. Zeit für uns, den Glühwein zu testen. Der Glühwein hat hier wieder einen hervorragenden Preis von 1,50 Euro und er schmeckt auch wirklich gut. Dafür gibt es von mir 4,5 Punkte. Ich bleibe noch ein bisschen hier, aber unser Weihnachtsmarktcheck 2012 geht leider zu Ende. Die ganze Redaktion wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Der Weihnachtsmarktcheck im Kreis Heinsberg wurde Ihnen präsentiert von NEW West. Frohe Weihnachten! Seit wir mit Maregio TV gestartet sind, hat das ganze Team eigentlich nur einen Wunsch. Wir möchten einmal großes Fernsehen machen. Gesagt, getan, auf geht's nach Hückelhofen. Ja, und wenn wir an wirklich großes Fernsehen denken, dann fällt mir ganz spontan der Mediamarkt hier in Hückelhofen ein. Und neben mir steht Herr Stegers vom Mediamarkt hier in Hückelhofen. Herr Stegers, an Sie die Frage, wie groß ist denn bei Ihnen großes Fernsehen? Also gerade im Moment stehen wir vor einem 72-Zoll Fernseher. Ist das groß genug? Wow, ja, das ist schon mal wirklich großes Fernsehen, ohne Frage. Aber die Größe ist natürlich nicht alles im Leben. Es geht natürlich auch um Trends, um Technik, um Innovation. Und man hat heute fast das Gefühl, dass bis auf Kaffee kochen so ein Fernseher eigentlich schon alles kann. Wohin gehen denn die aktuellen Trends? Der Trend geht zur sogenannten Verknüpfung, Smart TV, also Verknüpfung mit Smartphone, mit iPad. Ich kann Ihnen da mal was zeigen. Schauen Sie mal. Was eine unglaublich praktische Funktion ist, ist das sogenannte Streaming. Das heißt, ich kann das Live-Bild des Fernsehgerätes per Funk auf mein iPad übertragen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie schauen mit Freunden zusammen Fußball. Es ist ein super spannendes Spiel. Das Bier ist alle. Keiner will aufstehen, neues Bier holen, weil sie könnten ja was verpassen. Also nehmen Sie Ihr iPad, streamen das Spiel auf das iPad, nehmen das iPad in die Hand und mit der anderen Hand können Sie dann den Kühlschrank öffnen und Bier rausholen. Wow, das ist praktisch. Und das Schöne ist, ab heute dürfen wir hier beim großen Fernsehen dabei sein. Denn ab sofort läuft das Programm von Maregio TV hier im Mediamarkt auf den großen Bildschirmen. Heute ist ein Tag, auf den wir richtig stolz sind. Denn unser Programm läuft nicht nur hier in Hückelhofen, sondern auch in Wassenberg. Dort steht meine Kollegin Dani beim Edeka-Markt Henskes. Und Dani, wie groß ist denn bei euch großes Fernsehen? Das Fernsehen ist nicht ganz so groß. Wir haben ca. 40 Zoll. Dafür läuft das Programm von Maregio TV hier in einem richtig großen Frischemarkt.
Herr Henskes, wir lieben Fernsehen und Sie lieben Lebensmittel. Ist doch eine schöne Kombination, oder? Ja, das passt perfekt zusammen. Wir haben frische Lebensmittel, ihr habt frisches Programm. Deshalb zeigen wir ab sofort bei uns auf unseren Monitoren auch das Programm von MyRegioTV. Schauen Sie MyRegioTV auf unserem Monitor in der Obstabteilung oder auf unserem Monitor an der Kasse. Das Programm von MyRegioTV im Edeka-Markt Henskes in Wassenberg. Täglich frisch. Und damit zurück nach Hückelhofen. Ein wirklich ereignisreicher Tag. Und damit, Herr Steghaus, vielen Dank an Sie, dass wir ab sofort bei Ihnen großes Fernsehen machen dürfen. Man muss nicht in die USA reisen, um zu Weihnachten eine Parade zu erleben. Ein wenig kitschig und mit viel Beleuchtung funktioniert dieses Konzept seit einigen Jahren auch bei uns im Kreis Heinsberg. Karnevalistische Fröhlichkeit gemixt mit besinnlicher Musik gab es in Hückelhofen. Die Weihnachtsparade in Hückelhofen findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Fußgruppen und Motivwagen widmen sich dem weihnachtlichen Thema. Einige Wagen wurden für die Parade kurzerhand zweckentfremdet, wie Gabi Mischen von der Südendgemeinschaft Bracheln verrät. Unser Wagen fährt, wie gesagt, schon seit 1973 in Bracheln, immer im toten Sonntagszug. Und seit ungefähr 75 auch montags im Rosenmontagszug in Hilfahrt. Und seit es jetzt die Weihnachtsparade gibt, haben wir uns auch entschlossen, halt schon etwas früher anzufangen mit dem Bauen und machen einen Weihnachtswagen. Dieses Jahr sind wir Schneemänner mit der Schneekönigin und dem Nikolaus. Mit einem Fördergerüst war die Rentnerbrigade von Schacht 3 unterwegs. Die Ex-Kumpel hatten sich als Märchenfiguren verkleidet und die Enkelkinder des verstorbenen Franz Josef Sonnen, Theresa und Sven mitgebracht. Sternenhimmel lautete das bezeichnete Motto der Mädchen und Jungen aus dem städtischen Kindergarten Hilfahrt. Die Villa Regenbogenkinder haben sich mit leuchtenden Lichterketten und selbstgemachten Sternen auf blauer Folie dekoriert. Später, nach der Parade, erhalten sie den Preis als schönste Fußgruppe. Dann endlich startet die diesjährige Weihnachtsparade. Die karibischen Klänge kann man angesichts des kalten Wetters gut gebrauchen. Natürlich dürfen in Hückelhofen auch ganz allgemein Bergbauthemen nicht fehlen. Ein echter Bergengel und Bergmänner aus Sachsen machten die Narrendelegation komplett. Gabi Svoboda und Martina Gabriel hatten alle Kostüme selbst genäht. Die Stimmung bei der Südendgemeinschaft aus Bracheln ist prächtig. Dass die Parade in diesem Jahr stattfinden konnte, war nicht ganz selbstverständlich. Viele Helfer waren nötig, um das Spektakel doch noch stattfinden zu lassen, wie Holger Logen vom Stadtmarketing weiß. Gerade läuft die dritte Hückelhofener Weihnachtsparade, trotz des Schneefalls, den wir bis soeben noch hatten. Und wir sind froh, dass alle gekommen sind und die Weihnachtsparade doch starten konnte. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Bauhof bedanken, der den ganzen Tag nur dafür gesorgt hat, dass sie laufen konnte. Auch danke bei der Feuerwehr, beim Deutschen Roten Kreuz und auch beim THW, dass das alles heute Abend laufen konnte. Und natürlich auch bei allen Teilnehmern, weil ohne die würde es ja nicht gehen. Der Zug nimmt seinen Lauf durch die Innenstadt. Alles ist einfach ein wenig leiser und besinnlicher als im Karneval. Am Breteuplatz wird die Weihnachtsparade schon sehnsüchtig erwartet. Unsere Freunde von der Südendgemeinschaft Bracheln haben es geschafft und sind glücklich. Bis zum nächsten Einsatz des Wagens ist aber noch einiges umzubauen. Der Weihnachtszug ist nun beendet. Es war wie immer wunderschön. Leider hat das Wetter dieses Jahr nicht so viele Leute angelockt, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Und nächstes Jahr sind wir mit Sicherheit wieder dabei. Aber erst wird unser Wagen wieder in die Garage geschoben und ab Januar für Karneval vorbereitet. Richtig. Wir wünschen allen Leuten noch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Während sich der Zug auflöst, wird auf dem Weihnachtsmarkt noch kräftig weitergefeiert. Na dann, frohe Weihnachten! Damit sind wir schon fast am Schluss unserer aktuellen Sendung, von der ich hoffe, dass sie Ihnen wieder ein wenig Spaß gemacht hat. Die nächste Ausgabe stellen wir im neuen Jahr pünktlich ab dem 5. Januar hier bei MyRegioTV für Sie bereit. Bis dahin eine schöne Zeit, ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch in ein glückliches und gesundes Jahr 2013. Das wünschen Ihnen auch Menschen, die wir auf den Weihnachtsmärkten getroffen haben. Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück und vor allem den Gesundheit und alles Gute. Jetzt wünsche ich schöne Weihnachten, ne? Und ein glückliches neues Jahr. Und dort nicht so viel essen, dass es zu dick wird. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche allen Gästen und alle, die hier auf dem Platz sind und in der Umgebung, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wünsche auch bei Regio TV alles Gute fürs neue Jahr. Herkese selamlar, yeni yılınız kutlu olsun. Şubu şonda. Ami apnader shobaike shubhechha janacchi. Ami Heinsberg theke aschi ebong apnader shobaike boro diner onek onek shubhechha. Wir wünschen alle frohe Weihnachten und glückseliges New Year. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Wij wensen al onze klanten, onze lieve trouwe klanten, fijne feestdagen. En een heel gezond en gelukkig nieuwjaar voor de hele familie. No tidings to sing for you and your kin. No tidings to kin for you and your kin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.